Maria Magdalena Channeling von Lynn Laborde. Kommentar zur Lektion 67 von den Kurs in Wundern. Und Lektion 67 lautet: Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Schauen wir, was Magdalena zu sagen hat. Ich grüße euch, Geliebte. In diesem Prozess des Channelings ist das, was geschieht, dass eine Absicht des Willens, eine Intention da ist, also ein Gebrauch des Willens, um die Präsenz eines anderen Wesens anzurufen und einzuladen, um zu kommen und hier zusammenzukommen in dieses physische Wesen. Versteht, dass alles, was hier existiert, es existiert alles in einem Bereich der Illusion. Also ist die Einführung eines gefühlten anderen Wesens oder einem anderen Gefühl von Präsenz, das ist genau das, was ihr tut, wenn ihr euch selbst erlaubt, wenn ihr vom Bewusstsein des Egos zum Bewusstsein des höheren Selbstes geht, dem Bewusstsein des Heiligen Geistes. Ihr ruft damit aktiv und bewusst den Willen Gottes an. Und das ist sehr ähnlich oder so fast das Gleiche wie die Liebe erschafft wie sich selbst. Wie sie selbst. Und das ist die Entfernung des falschen Seins von einem Selbst, das sich als ein streitendes Wesen sieht und als ein Wesen im Schmerz und ein Wesen, das ein Opfer der Umstände ist. Und das entfernt alle Ausreden und alles Rationale, das sagt, die Liebe ist schmerzhaft, das Leben ist schmerzhaft. Und stattdessen bringt es durch den richtigen Gebrauch des Willens das Bewusstsein nach vorn, Geliebte, ein Bewusstsein, das in der Tat aus der Liebe geboren wurde. Und es bringt das Bewusstsein nach vorn, dass die Wahrheit ist und dass die Liebe dich erschaffen hat, mich und alle von uns, wie sie selbst. Denn das ist alles, was die Liebe tun kann. Und das ist alles, was der Schöpfer tun kann. Und das ist eine Ausdehnung oder eine Emanation der Liebe zu erschaffen, die wir alle sind. Also es ist damit jetzt unsere Verantwortung, wenn du das so nennen willst, zu dieser Wahrheit zu erwachen. Und wenn wir zur Wahrheit des Lichtes in uns erwachen, Geliebte, dann erwachen wir auch zur Wahrheit von allem, was wir manifestieren, durch unser Bewusstsein. Ja, das ist eine Illusion und es scheint sich immer und immer und immer wieder zu wiederholen. Aber wenn ihr danach schaut und sucht das Bewusstsein darin, Geliebte, das diese ganze Dynamik erschaffen hat oder kreiert, da werdet ihr euch selbst finden. Ihr findet euch selbst, wie ihr auf euch selbst zurückschaut und wisst, dass die Wahrheit, die in euch existiert und die Wahrheit, die in allem Wesen existiert, nur Liebe ist, weil ihr eine Ausdehnung der Liebe seid. Aber wie wurde dann dieser Ego-Geist und die Ego-Struktur hervorgebracht? In diesem Akt der Schöpfung, Geliebte, in diesem Akt des Gebrauch des Willens, wenn das geschah ohne das Herz, dann war das eine Schöpfung, die ein bisschen seelenlos wirkte, wenn ihr das so nennen wollt. Versteht, dass ultimativ, also letztendlich alles Gott ist. Und das ist der Grund, warum, wenn ihr auf alle Umstände Neutralität anwendet, und dann wird immer die Liebe und Gott enthüllt werden. Also wenn ihr euch selbst in Gedanken wiederfindet, die chaotisch erscheinen oder schmerzhaft, Gedanken, die ein Gefühl von Traurigkeit bringen, dann versteht, dass das, was ihr getan habt, war, ihr habt eine Glocke geläutet und gesagt, da ist eine andere Situation, wo ich mehr Liebe anwenden kann. Und wo ich das durch die Augen der Liebe sehen kann. Und in diesem Moment gibt es die Offenbarung der Wahrheit und des Lichtes. Und ihr findet euch dann dort tatsächlich selbst. Und ihr findet alle Wesen. Ihr findet das Licht, das als ihr lebt. Und ihr findet das Licht, das euch erschaffen hat. Jede eure Schöpfungen, Geliebte, jede eurer Emanationen
die Gedanken, die ihr denkt, und wenn die mit Liebe gedacht sind, dann erschafft ihr wie der Schöpfer. Und wenn ihr Gedanken habt aus einer Position von Rache oder Angst oder getriggert seid oder traurig, dann ist da eine Emotion und eine Energie, die versucht hat, sich dadurch zu bewegen und die verdreht ist und die eine Stockung bringt und irgendwie eingekapselt ist und die selbst gestoppt wurde. Und hier seid ihr gefragt, euch an die Wahrheit zu erinnern, die Wahrheit über euch und das Licht von euch, Geliebte, und natürlich letztendlich die Liebe über euch. Und wenn ihr dieses Licht anwendet und diese Liebe anwendet, dann verblassen die Illusionen und die Wahrheit wird enthüllt. Also die Verantwortlichkeit für euch selbst wird dann, euch selbst zu erinnern, in jeder Situation und in jedem Umstand. Und tief in eurem Herzen ist eine Wahrheit, die sagt, du bist tatsächlich die Liebe und das Licht Gottes. Und du kannst nicht anders sein. Also bringt euch selbst zum Ausdruck, Geliebte, in eurer eigenen Existenz und euren eigenen Kreationen. Schau, wo der Schmerz war. Und schau, ob du das goldene Licht der Liebe Gottes auf alles davon ausgießen kannst. Und das ist eine Neuwiederherstellung, so wie Orangensaftpulver, wo du Wasser zugibst. Stellt euch vor, Geliebte, dass ihr ein bisschen wie Orangensaftpulver seid. Und das Licht Gottes ist so wie das Wasser, das euch wieder herstellt. Lasst Gottes Atem euch atmen. Lasst die Wahrheit über euch bekannt werden, weit und breit. Lasst euer Bewusstsein im Konzert und in Harmonie mit dem Bewusstsein Gottes sein, dem Bewusstsein der Liebe. Und lasst euer Licht so hell erstrahlen, Geliebte, dass wenn jemand zu euch kommt, dass er sich berührt fühlt von der Essenz des Christuswesens, denn das ist die Wahrheit von uns. Vergebt rasch und vergebt weiträumig, Geliebte, und erlaubt, eure Herzen erleuchten zu lassen. Vom Licht der Liebe und vom Licht der Wahrheit, die ihr seid. Und wisst, dass die Liebe euch in der Tat erschaffen hat wie sich selbst. Und ihr habt jede Qualität, die der Schöpfer hat. Ihr habt den Geist Gottes, den Willen Gottes und das Herz Gottes. Also liebt, Geliebte, mit allem, was ihr habt, so wie ihr geliebt werdet. Unser Segen ist immer bei euch, Geliebte. Und wir werden wieder mit euch sprechen. Wir lieben euch. Ohne Maß. Und wir werden immer mit Liebe zu euch sprechen.